Hallo, willkommen zurück zu Guild Wars 2, Sigurds of the Obscur, im neuen Update, oder zumindest im aktuellen Story-Update, wo wir noch drin sind. Kurz hier im Turm, ja, da werden wir gleich wieder rübergehen. Nur eine kleine Anpassung. Erstmal, ne, weil das jetzt eine neue Aufnahmesession ist, gucke ich jetzt gleich nochmal, was wir hier so für krasse Dailies haben. Und ich habe jetzt mal so überlegt, weil ich habe noch so das ein oder andere, habe ich mal in Guild Wars 2 dann noch nebenbei noch reingeguckt und so weiter und so fort, ne? Und ehrlich gesagt so, ja, also ich habe jetzt mal für die Aufnahme dieses DVD-Logo dann doch mal deaktiviert, sag ich mal. Ne? Dafür haben wir jetzt hier oben wieder ARC-TPS, ihr könnt also sehen, wie scheiße mein Damage ist, ja? Aber ich habe das DVD-Logo mal deaktiviert, das ist ganz witzig, aber tatsächlich, wenn das auch in Cutscenes vorkommt, also ne, du hast irgendwelche Cutscenes, wo dann Story passiert und so weiter und so fort. Und dann slidet da so ein DVD-Logo dann lang. Ich meine, das ist ganz witzig, aber ja, ne? Also, es kann störend sein in der Aufnahme. Ich hab's mal vorsichtshalber ausgemacht, weil es irgendwer das guckt. Und tatsächlich so ein paar das. Und das doch ganz witzig finde und sehr schade finde, dass es aus ist. Dann kann ich es auch wieder anmachen. Aber eigentlich, ich lasse es erstmal aus. Ne? Bis irgendwer sagt, oh nein, mach es wieder an. Ich meine, ist ja nur ein Gimmick. Guild Wars 2 wird dadurch nicht besser. So. Also, was haben wir denn hier so als Dailies, wo wir jetzt erstmal kurz gucken werden? Und zwar ein Event im Herz von Maguma abschließen. Nicht ein Herzchen-Event, sondern ein Event, also ne, ein normales Event. Ne? Gut, kann ich mal anhaken. 10 Gegner besiegen. Easy. 10 Ressourcen mit einer Erntesichel. Jo, das kriegen wir auch hin. Und 3 Gegnern mit einer Ausweichrolle. Das ist übrigens ganz wichtig, das kann ich euch gleich mal zeigen. Das können wir ja mal sofort abschließen. Das mit dem Event, wir brauchen ja nur 3 von 4 Aufgaben. Also wir brauchen 4 Aufgaben, aber eine ist ja mal Login. Um das alles zu schieben, das heißt also, das müssten wir nicht unbedingt machen. Das sage ich aber auch nochmal an, das kann ich dann nebenbei noch machen. Ich meine, sind 10 Punkte extra. Dieses erlegt 3 gegnerische Angriffe, also entgeht 3 gegnerische Angriffe durch eine Ausweichrolle. Das ist ganz witzig, das kann ich euch mal zeigen kurz, bevor wir reingehen. Jetzt ins Game wieder mal, sorry, weitermachen. Man muss nicht unbedingt Gegnern ausweichen. Also man muss nicht dieses, man muss im Camp sein und dann kommt ein Gegner und dann weicht man aus und dann kommt ausgewichen und dann, yeah, dann zählt es erst. Nein, das Einzige, was das Spiel checkt und was gegeben sein muss, ist, dass du im Kampf bist. Und wenn du im Kampf bist, dann kannst du auch ohne Gegner einfach irgendwo hin eine Ausweichrolle machen und das würde zählen. Das bedeutet im Grunde genommen, da man ja auch durch Fallschaden einfach so in den Kampf reinkommt, ne, wenn unten ja mal bei der Leiste immer so, ne, das so ein bisschen sich verändert, so der Background der Fähigkeitenleiste, dann weiß man, okay, man ist im Kampf. Und wenn man dann ausweicht, dann zählt das schon als ausgewichen. Also wenn man dann die Rolle macht, die Ausweichrolle. Das heißt, man kann jetzt hier einfach runterjumpen. Das sieht immer so für die anderen Leute ein bisschen dämlich aus, aber ich glaube, das hat sich schon rumgesprochen. Man ist jetzt über einen Kampf, und jetzt macht man einfach zweimal die Ausweichrolle und jetzt habe ich schon 66%. Ne? Und das macht man jetzt noch einmal, weil ich kann nur zweimal ausweichen, dann muss es immer wieder aufladen. Das macht man dann noch einmal und dann hat man die 100%, dann hat man das geschafft. Da braucht man keinen Gegner für. Das ist sehr, 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 sehr witzig. So zack, 100% und dann kann ich das einfach abschließen. So. Nur so für diejenigen, die es interessiert, ein kleiner Tipp. Wir gehen rein. Ja, ja, ich war es, die euch erzählt hat, dass sie sich vielleicht auch gegenseitig fressen. Ihr hört mir gar nicht zu. Ich meinte das wörtlich. Ah, geht jemand anderem auf den Geist mit eurem... Moment mal, wollt ihr damit andeuten... Sondors hat eine Leiche mitgebracht, die Bissspuren aufweist. Und in früheren Autopsien... Bissspuren können alles bedeuten. Und wozu? Sie ernähren sich doch von Emotionen. Ihr hört schon wieder nicht richtig hin. Bisse.
fehlende Stücke, klaffende Wunden, eitrig geschwollen, triefend von Dämonenblut. Spart es euch. Mit solch ekligen Ausdrücken könnt ihr mich nicht verunsichern. Jetzt dokumentiert das hier und alles, was damit zusammenhängt. Gute Arbeit. Dankeschön, Madame. Okay. Wir müssen jetzt uns im Außenbereich von Nyedra mit Ramses treffen. Diese Namen immer. Im Außenbereich da hinten. Ein bisschen dichter ran können wir ja. Na, die Richtung schon richtig. Und da nicht straight einfach durchfliegen kann, sondern dass man da wirklich außenrum muss. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Wir müssen ja mit der Erntesichel müssen wir es ja noch. Also müssen Gegner besiegen, ja, mit der Erntesichel. Das heißt, das hier zählt nicht. Wir müssen Gemüse abhacken. Also quasi müssen wir so ein bisschen irgendwie Gemüse finden da oben zum Beispiel. Oder Blumen oder whatever. Also was auch immer. Sagt einmal und dann haben wir hier 10%. Das müssen wir 10-mal machen. Aus 1 werden 2. Scheinbar. Dann noch ein bisschen Gemüse. Nee, ich bin schon weg. Übrigens, dieser Sound, ne, den ich hier mache, diesen hier. Kommt nicht von dem Mod oder sowas. Also tatsächlich der Skin. Ne? Nur für diejenigen, die das interessiert und die sich so ein bisschen wundern. Das ist der Skin. Und andere hören das auch. Und falls ihr vielleicht den nochmal im Shop seht. Ich glaube, der ist momentan nicht drin. Und ihr Bock habt auf eine Himmelschuppe, die sehr flauschig ist. Und coole Geräusche macht. Und Konfetti spuckt statt Feuer. Ich gehe mal rein. Tschüss. Ne? Das ist euer Mountskin. Das war eine Meisterleistung, Wegfinder. Ihr habt die Horde der Loyalisten vor Ort auf einen Schwarm reduziert. Das sollte uns die paar Minuten verschaffen, die wir nötig haben. Diese Barriere zu senken hat voll ins Wespennest gestochen. Haben wir denn wirklich genug Zeit? Ich fürchte, es wird nur noch schlimmer. Und unsere Chancen, wenigstens mit dem General sprechen zu dürfen, sehen auch nicht gerade rosig aus. Falls das aber dennoch geschieht, dann ja. Ich glaube, dann bleibt mehr als genug Zeit, um Peters Vorschlag rigoros abzulehnen. Vielleicht sogar noch genug, um sich zurückzuziehen, bevor es hier von Loyalisten wimmelt. Pessimismus passt nicht zu euch, Ramses. Sobald ihr Nephus begegnet seid, werdet ihr sicher merken, dass das nicht Pessimismus ist, sondern Realismus. Kommt schon, Peter wartet weiter vorn. Und seid auf der Hut. Jetzt, wo Ramses so nicht mehr so diesen Ultra-Bass hat, gefällt er mir tatsächlich schon mehr. Was? Nein, wieso soll ich denn da nicht... Hier gibt's noch Dingens. Ein wenig, ich kann nicht alles machen. Wahrscheinlich deckt sich die ganze Map noch ein bisschen, also in der Instanz noch ein bisschen weiter auf. Warte. Gut. So, da kann ich hin. Tatsächlich, man wird auch, es ist schon länger, her, als ich das mal gemacht habe, nicht ein ganz gutes Update. Man wird nämlich, wenn man jetzt aus dem Bereich der Instanz rausgeht, wird man nicht mehr rausgeschmissen, sondern man wird nur noch zurückgebordet zum letzten Ort, wo man vorher war. Was halt, na, ich glaube, das habe ich ja schon mal erzählt. Was halt sehr gut ist.
Na, Pe? Warum redest du nicht mit mir? Also, halte nach Pather, Ausschau. Also, ich meine, noch mehr nach Ausschau halten, als dass sie genau vor mir steht, kann ich ja nicht. Oder muss ich sie wirklich anreden? Ah, ja. Obwohl das Sternchen da nicht drüber ist. Geht nur voran. Wie lautet euer Plan? Ramses schien nicht besonders optimistisch zu sein, dass Nefus sich eure Argumente anhört. Schon gar nicht, dass er euch zustimmt. Ich versichere euch, Madame, das war jetzt eine grobe Vereinfachung. Ihr seid zu Recht besorgt. Nefus lässt sich weder täuschen noch um den Finger wickeln. Ich will versuchen, von General zu General mit ihm zu reden und ganz bestimmt nicht vor Zuschauern. Da vorn sind Wachen. Loyalisten, tretet beiseite, dann lassen wir euch leben. Stellt euch auf Madame Peters Seite und... Ihr seid Peters Armee? Fangt den Schönling lebendig. Das hässliche Ding an seiner Seite könnt ihr entsorgen. Zu Staub zerbröselt. Ich hab meine... Nein. Wait a moment. Ich hab mal wieder nicht drauf geachtet. Ich muss meine Tastatur eine spezielle Tastenkombination einstellen, damit ich meine Tasten, die ich doppelt belegt habe, auch wirklich benutzen kann. Fährt sie ab! Die königliche Wache kommt bestimmt gleich. Nein! Na, geh mal weiter, Peter. Ich hole mir hier nochmal jetzt ein bisschen Zeug. Was wollt ihr hier? Na ja, einen Krieg anfangen. Dann sterbt, Verräter! Was? Naja, einen Krieg anfangen ist ja auch die beste Argumentation, warum wir hier sind. Alles klar. Eben, wir werden eure Kadaver Iparisch selbst überbringen. Oh nein. Das sind auch Ramses hier alles. Diese beiden zumindest, oder? Ich bin nicht hier, um ihm Honig ins Ohr zu träufeln. Von mir bekommt er nur die Wahrheit zu hören. Keinen Schritt weiter. Sagt uns, große Dame, wie sieht diese Wahrheit aus? Ihr werdet jetzt alle an unserer Seite kämpfen oder mit uns sterben. Wenn ihr mit uns sterben möchtet, dann tretet nur vor. Lasst gut sein, Schwester. Wir kommen aus demselben Haus und werden hoffentlich auch dieselben Gegner auf dem Schlachtfeld haben. Hoffnung ist in diesen Zeiten nicht viel wert, Peter. Aus dem Hause Nefus. General! General Nefus, ihr seid in Gefahr! Nein, die große Dame ist in Gefahr. Ich bin überrascht, dass ihr es wagt, eure Hörner hier zu zeigen. Sprecht rasch, bevor Labrecia als Trophäe beansprucht. Ich will nicht noch einen sinnlosen Tod auf dem Gewissen haben. Wie immer weiß ich eure Besorgnis zu schätzen, General. Aber ich kann nicht weggehen, bis ihr meinen Vorschlag gehört habt.
Könnt ihr nicht oder wollt ihr nicht? Egal, es sind ja eure Hörner, ob sie nun aus eurem hübschen Kopf ragen oder unter Eparis Ferse zu Staub zertreten werden. Also sprecht schon, Kind. Hattet ihr vielleicht eine Privataudienz in meinem Palast erwartet? Das hier ist nicht die große Halle eures Onkels. Solchen Prunk gibt es hier nicht. Allerdings nicht. Ihr habt kaum mehr als zerbröckelnde Mauern und die Waffen in euren Händen. Mauern, die eure Feinde draußen halten? Nein. Mauern, die euch umschließen, während ihr euch drinnen duckt und angstvoll wartet. Bis der Tag kommt, wo Eparich euch beim Namen ruft, euch aus eurer jämmerlichen Behausung zerrt, euch in seine Zitadelle schleppt, während ihr furchtsam blökt wie Vieh. Und dann spuckt er eure Gebeine aus, auf den Haufen der Leichen unserer Brüder und Schwestern. General, die Loyalisten, zu den Waffen! Bleibt und kämpft! Wegfinder, Ramses, schlagt sie zurück! Leistet keine Gegenwehr! Wir dürfen nicht stark. Wir wollen nicht Eparis Zorn auf uns ziehen. Wir müssen kämpfen. Also, gegen bestimmt gegen die, also an die, nicht an uns, ne? Wir müssen ja kämpfen, weil das Spiel uns sagt, wir müssen kämpfen. Wir heilen wie ein Wesen. Haltet ein, königliche Wache. General, wir befinden uns in einer Pattsituation und wie ich sehe, zögert ihr uns anzugreifen. Sollen wir verhandeln? An unnötigem Blutvergießen ist mir nichts gelegen, Eure Majestät. Die Barriere fällt und bei unserer Ankunft stellt sich heraus, dass ihr bereits Verräter beherbergt. Und das soll keine Provokation sein, die es rechtfertigt, Blut zu vergießen? General? Eparich braucht keine Provokation, um Blut zu vergießen. Nur seinen Durst. Meine Dame, wir wollen doch die Anstandsregeln beachten. Eure Majestät, Madame Peter ist ein Gast, den ich nicht eingeladen habe. Nymphus, euer König und eure Königin wissen, dass ihr, wie auch unsere treuen Untertanen, nicht den Wunsch hegt, an unserem zerbrechlichen Waffenstillstand zu rühren. Wir haben euch verschont, obwohl wir es nicht mussten. Wir erkennen an, dass ihr heute nicht die Hand gegen uns erhoben habt. Daher machen wir euch ein Angebot. Liefert uns die Verräterin und ihre Kreaturen aus. Dann lassen wir euch in Ruhe. Legt ihr uns hingegen Steine in den Weg? Ihr wisst ja sicher, was die Folgen sind, wenn ihr euren König enttäuscht. Petras Anwesenheit ist hier unerwünscht, wenn nicht sogar gefürchtet. Wie schön, dass wir uns einig sind. Gefürchtet, weil wir alle in Angst und Schrecken leben. Wir sind den Launen des Königs hilflos ausgeliefert. Wird er uns sogar für Dinge bestrafen, über die wir keine Kontrolle haben? Nephus, ihr überschreitet eure Grenzen. Peter war vielleicht nicht eingeladen, aber dennoch ist sie unser Gast. Labris, ihr seid es, die ihre Grenzen überschreitet. Ich will nicht mehr in Angst leben müssen. Eparch ist nicht mein König. Labris ist nicht meine Königin. Eure Majestät. Zirkel, zu mir! Oh, hätte ich hier hinknien müssen? Königliche Wache.
Nephus muss sterben. Jeder, der zu Nephus zählt, muss sterben. Die anderen könnt ihr verschonen. Mist. Nein, ich habe extra noch gerade geguckt, hinten und so weiter und so fort. Und dann kommt das super schnell. Vielleicht kommt das nochmal, vielleicht kann ich nochmal das Ganze machen. Vielleicht war das noch nicht die Situation. Aber das war ja super fast gerade. Eure Majestät, so 2 Sekunden. Wie schnell soll man da bitte reagieren? Ich hätte schon gerne das Achievement. Aber ist ja auch relativ, also ist nicht so wichtig in dem Sinne. Ja, witzig, Spiel, was soll das denn? Ich kann die ja gar nicht angreifen, ich bin da außerhalb der Instanz. Also wir kommen, achso, ja gut, wahrscheinlich soll ich die auch nicht angreifen. Also für die Mastery ist es tatsächlich nicht wichtig, weil wir ja nur noch die 2 Dinge abschließen müssen. Und dann habe ich die, weil die anderen Punkte habe ich ja schon, ne? Alter, das ist so irritierend. Muss ich ja noch warten, bis die neue kommen, oder? Ja, bis ich denn da rauskomme. Ich kann die nämlich nicht angreifen, weil hier kommt halt einfach, ne, die Fehlermeldung, dass ich gleich zurückteleportiert werde. Ja, was ist das? Warum macht man das? Super irritierend. Aber naja. Ist dann so. Danke, General. Jahrzehntelang habe ich dieses Volk geschützt. Euer Volk. Jetzt klebt ihr Blut an unseren Händen. Ihr habt mir keine Wahl gelassen. Und das wusstet ihr. Genau wie euer Bruder und euer Onkel. Ihre Pläne. Ihre Intrigen. Immer hat alles im Elend geendet. Ihr steht in der Schuld unseres Volkes. Eure Familie steht in der Schuld. Bringt uns endlich etwas anderes als den Tod. Er wird sich schon bald beruhigen. Und wenn es nur ist, weil er weiß, dass wir handeln müssen, solange wir noch im Vorteil sind. Bald schlagen wir los. Seid bereit, Wegfinder. Lapris brennt vor Glaubenseifer. Ihre Flamme wird nicht leicht auszulöschen sein. Hey, ich hab geschlossen. So. Das war Zugzwang, das war das Kapitel 15. So macht man das. Ja, tatsächlich. Hier haben wir den vorletzten Mastery Point. Den benötigen wir noch. Okay, ja gut, das geht sehr, sehr schnell. Sehr, sehr schnell. Und man muss natürlich sagen, eventuell, also ich sag mal so, ja, das erste Kapitel, also das 14. Kapitel, das erste Kapitel im neuen Update, das ging natürlich auch ein bisschen langsam voran, weil wir natürlich auch noch so Map-Erkundungen und sowas erstmal gemacht haben und ein bisschen da Zeit reingesteckt haben. Ja, erinnere mich das Achievement. Weil wir da so ein bisschen Zeit reingesteckt haben. Das ist mega Achievement, ne? Also hier, die haben immer diesen Glitch hier drin, dass der Text so komisch angezeigt wird. Aber das ist tatsächlich machbar. Hier noch ein Chroniken-Event. Chroniken-Achievement, noch ein Chroniken-Achievement. Wo ich ja jetzt gerade bin. Ja, auch noch. Das habe ich verkackt. 8, 9, 10, 11, 12. Wir müssen alle machen. Okay, das heißt, das werde ich nicht fertig. Das kriege ich nicht fertig. Das ist auch noch ein Chroniken-Ding. Das heißt, wir müssen die. Ach so. Das sind nur Chroniken. Also Chronik-Achievements.
Das heißt, hier müssen wir tatsächlich nur in den Story-Sachen spezielle Achievements machen. Okay, dann sehe ich das Ding doch nicht problematisch an, dass man das auch hier rüber bekommt. Das habe ich ja letztes Mal angesprochen, ne, dass ich so ein bisschen, dass ich das geiler finden würde, wenn man das auch über die Map-Erkundung bekommt. Das geht auch, ne, habe ich ja nachgeguckt. Aber man kann auch dieses Gabe des inneren Naios bekommen über dieses Meta-Achievement. Ne, hier, Meta-Achievement. Aber ich habe tatsächlich nicht detailliert hier reingeguckt. Das sind alles Chronik-Achievements. Eigentlich ganz gut machbar. Dieses Eure Majestät geht mir ein bisschen zu schnell. Da muss man tatsächlich dann irgendwie das abtimen und dann währenddessen man das irgendwie wiederholt die ganze Zeit. Hinknien, 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 hinknien. Und irgendwann zählt es dann. Oder man muss hinknien schon einen Anschlag im Chat drin haben und dann nur noch Enter drücken, damit man dann sich hinkniet. Im Grunde genommen. Das müsste man dann nochmal irgendwie kurz wiederholen. Ich meine, geht auch sehr schnell. Das ist einfach nur die Instanz hier machen. Und dann ist das Kapitel schon vorbei. Ne? So war das doch, glaube ich, ne? Hier, Zugzwang ist eigentlich nur die Instanz. Gut, hier ist sehr viel Text und so, aber da war eigentlich nur die Instanz. Davor haben wir ja nichts gemacht, ne? Ja, das heißt, man kann das sehr gut wiederholen und dann nochmal diesen ganzen Quark machen. Und ja, die haben immer noch diesen Bug drin, dass der Prolog von Secrets of the Obscure, der hier oben ist, tatsächlich auch nochmal hier unten ist. Warum auch immer die das noch nicht gefixt haben. Was mit den drei Punkten wird wahrscheinlich irgendeinen Grund haben, aber dass das hier unten nochmal ein Prolog ist. Was soll das? Ja, wir machen jetzt aber das letzte Kapitel. Machen wir in der nächsten Folge tatsächlich. Und wenn das genauso gut und so schnell funktioniert, wie jetzt hier. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, wir haben hier kurz mal nachgeguckt haben, ein paar mehr Achievements in der Chronik. Das wird ein bisschen länger gehen wahrscheinlich. Aber wenn das trotzdem ganz gut und wieder gut durchkommt, dann nächste Folge haben wir dann alles fertig. Ja. Okay. Sind wir hier? Oben sind ein paar Gegner. Ich würde mal sagen, wir machen kurz Himmelsschuppen-Action und fliegen hier ein bisschen in der Luft, damit uns nichts angreift. Und dann würde ich sagen, nächste Folge machen wir weiter. Und ja, gucken mal, ob wir so gut wie möglich viele Achievements vielleicht dann noch hinkriegen. Und natürlich den letzten Punkt durch das Durchspielen des Kapitels natürlich. Also eigentlich, also mir gefällt das tatsächlich hier schon ganz gut. Die Map ist cool, das Meta-Event mit dem Wyvern am Ende, mit dem Riesenboss, finde ich ganz cool. Und ja, Story ist so ein Punkt, den habe ich bei Secrets of the Obscure schon komplett einfach als ist vorhanden, aber puh. Ist so eine typische. Also Story, ich will nicht sagen, es ist so eine typische ARPG-Story, ne? Bei so Spielen wie, sag ich mal, Path of Exile, Last Epoch oder sowas, wo du dann tatsächlich die Story spielst, aber die dich 0,0 interessiert, weil die einfach komplett schlecht ist und du es eigentlich nur spielst wegen dem Loot. Ne? Ist jetzt nicht ganz so auf diesem Level, meiner Meinung nach, aber schon, kommt schon sehr nah daran. Also ich sag mal so, Secrets of the Obscure, das spielst du nicht eigentlich wegen der Story. Also das willst du auch eigentlich nicht wegen der Story spielen, weil die ist tatsächlich nicht geil. Gut, auch nicht wirklich wegen den Maps, weil die auch nicht geil sind. Diese Map hier, also ne, das Naios ist das Beste noch von allen Maps jetzt, aktuell. Haben sie ganz gut gemacht, aber es ist auch nicht das Wunder, was sie da jetzt irgendwie rausgebracht haben. Und dass sie dann noch so ein paar Sachen mitgemacht haben, wie die Skyscale, dass man alles hier nur noch mit der Skyscale machen muss. Wobei im Naios habe ich das Gefühl, so ein bisschen, die haben dann auch gecheckt, vielleicht sollte man nicht nur alles auf die Skyscale setzen. Hier kann man ja auch ohne Skyscale durchaus rumcruisen und auch mit anderen Mounts sowas machen. Das heißt, diese Map ist durchaus eher so das. Also
Ich sag mal so, von mir aus könnten die sagen, hey, Skyscale, machen wir hier ein bisschen was, weil vielleicht irgendwie cooler Boost. Cooler Boost, sage ich schon. Ich laber hier Scheiße. Weil hier, was weiß ich was, der storytechnisch oder lore-technisch mit Skyscales hier noch irgendwie was am Start ist, so wirklich, ne? Dass man da irgendwie noch was machen kann. Aber trotzdem irgendwie den Sinn der anderen Mounts nicht vergisst. Aber das haben sie ja verkackt. Ich sag mal, selbst hier jetzt, gut, sie haben jetzt eine Map, wo man auch mit anderen Mounts rumlaufen könnte, aber ich habe hier keinen Grund, trotzdem in der anderen Mount zu benutzen, weil mit der Skyscale kann ich hier einfach alles easy poppeasy, lemon squeezy so ein bisschen erkunden. Und weiß ich nicht. Es hat nicht gut gemacht. Das ist halt so der krasseste Kritikpunkt, dass die mit diesem Add-on die Mounts bis auf die Himmelschuppe einfach maximal unnötig gemacht haben. Und dann natürlich auch noch die Maps, die nicht geil sind. Also Himmelsbach AGP, wer die Map geil findet, also sorry, der hat auch echt null Ahnung. Ne? Es gibt jemanden, der die Map geil findet, das haben wir schon gesehen. Ein Influencer, ne? Der jetzt nicht so ganz, also der ist im Guild Wars 2 Universum bekannt, aber drumherum jetzt, also außerhalb von Guild Wars 2 jetzt nicht so. Ne? Ich will jetzt mal keinen Namen nennen, aber da habe ich so ein Video gesehen, wo er gesagt hat, hey, Himmelsbach AGP ist geil. Also ich weiß nicht, warum er das geil, also was ihm da geritten hat, dass er es geil findet, aber da ist nichts dran geil an der Map. Und ja, auch alles andere ist so Durchschnitt, sag ich mal. Wer wirklich Secrets of the Obscure geil findet, als Add-on, als Komplettpaket, richtig, richtig krass findet, weiß ich nicht, Leute. Weiß ich nicht. Also, könnt natürlich eure Meinung haben, aber sehe ich schon, also, es ist eigentlich ja offensichtlich, dass dieses Add-on kompletter Müll ist. Aber dazu muss man noch ein bisschen sich weiter reindenken, um diese Meinung zu haben. Ja, machen viele nicht. Also, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Wir spielen dann hier natürlich die Story weiter. Auf der Map, auf der ich mich sehr gerne aufhalte. Zumindest in diesem Add-on. Haut rein. Tschüss.